Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Alien. Oh ja, mir war gerade langweilig und da ich sowieso noch die Solos Feuerprobe Dings machen musste, habe ich mir gedacht, nehme ich die doch mal auf. Ich würde sagen, wir gehen dann direkt auch mal rein. Ich habe das gerade eben schon mal gemacht und mitten währenddessen ist... Währenddessen hört sich falsch an. Mittendrin ist dann auf einmal... der Server aufgegangen und ich hab schon rumgeraged und dann hieß es aber ja. Die Cooldown für die Instanzen werden wieder gesenkt. Denn ich auch vorstellen darf, das ist hier mein Main-Charakter, den ihr auch schon in diesem kleinen Testvideo gesehen habt, das ich auch aus Langeweile gedreht hatte. Und in diesem kleinen Testvideo hattet ihr ja damals das Apartment von mir gesehen. Und jetzt biete ich im Moment auf ein Haus. Aber das dauert noch bis zum Ende der Woche, bis ich weiß, ob ich das hab. Und deswegen, ich bin mal gespannt, ob mich jemand überbietet oder ob ich das noch schaffe, das Haus zu ergattern. Eigentlich wollte ich ja erst eine Villa oder ein Anwesen. Und dann ist mir aufgefallen, wie teuer die ganzen Dinger sind. Dann habe ich mir gedacht so, nein, so viel Geld habe ich nun auch wieder nicht, weil ein Anwesen kostet, also es ist ja alles mit Auktion, das heißt, es kann immer noch steigen, der Preis kann immer noch steigen. Und da war der, ach verdammt, das Anwesen kostet, glaube ich, boah, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Das Anwesen kostet, glaube ich, auf dem Server 350 Millionen. Und eine Villa 112 Millionen. Und ein Haus kostet nur 12 Millionen. Und dann habe ich es lieber gelassen, ne? Mit der Villa. Und hier, ich hasse das, diesen Teil, Phase 2, an der Probe und an diesem Server ist es so, dass es total laggt in diesem Abschnitt. Allgemein laggt der Server mal ein bisschen oft und lange. Aber ich verstehe da auch nicht, warum dann so viele Leute immer rumheulen. Ich meine, es ist kein offizieller Server. Da heißt, die Server können gar nicht. Sie könnten zwar schon so gut sein, aber können sich das wahrscheinlich nicht leisten. Dann kann man hier kostenlos, okay, kann man jetzt auch mit Alien, aber früher konnte man es halt nicht, was ein großer Pluspunkt war an dem Server hier. Ja, den Poppy hier kann ich als Kantor zum Glück immer heilen. Was heißt, die Dukaki-Köche können den eigentlich gar nicht killen. Allgemein, ich fange zwar immer neue Twinks an, also Twinks, für alle Leute, die es nicht kennen, sind Zweitcharaktere, die man neben dem Main-Hochspiel, also Main ist der Hauptcharakter, logischerweise. Und ich mache mir immer von jeder Klasse immer wieder welche, weil mir dann Kantor irgendwann zu langweilig wird. Und dann komme ich aber immer wieder zu Kantor zurück, weil einfach die Klasse ist, die halt, das heißt sozusagen, für mich perfekt ist. Ist zwar klar, macht die nicht so viel Schaden wie ein Mage oder ein Beschwörer oder ein Gladiator, aber sie erfüllt halt ihren Zweck und macht mir Spaß. Also man kann ja Kantor auch auf zwei verschiedene Weisen spielen. Man kann einmal auf den Damage-Baum gehen und einmal auf den Support-Baum. Bloß finde ich, auf diesem Server hier lohnt sich voll nicht, auf den Support-Baum zu gehen. Und deswegen bin ich auf dem Damage-Baum. Was man auch sieht, dass ich eigentlich gut Damage reinhaue. Bloß bin ich ja noch nicht Level 60. Und deswegen habe ich auch noch nicht die Instanzen gemacht, wo ich mir meine neue Rüstung zusammenfarmen werde. Ja. Und wenn ich die dann irgendwann mal habe, dann mache ich wahrscheinlich noch mehr Damage. Es gibt auch Leute, die haben schon die
von den Empyreanischen mit diesen Feuerproben-Medaillendinger haben schon die Level 60 mit Verzauberung Stufe 2 die Rüstung volles Set und dann denke ich mir, wie farmt man diese ganzen Medaillen, weil ich finde es jetzt schon etwas nervig, dass ich jeden Tag, also Feuerprobe ist, soweit ich weiß, die einmal am Tag machbar. Wir können auch mal nachgucken. Nicht meine Mios angucken. Nein. wo ist das jetzt? Ja, genau. 21. 21 Stunden, ne? Das heißt, jeden Tag einmal und ich krieg pro Lauf, also pro Run, den ich mache, immer so 400, also ungefähr 500 Medaillen. Und dann kostet aber eine... wie heißt es? Ein Rüstungsteil kostet so 18.000 oder so. Da bin ich mir jetzt auch nicht zu 100% sicher, deswegen will ich da nichts garantieren. Ja. Jetzt sind wir schon in Phase 3, es ging aber schnell. Ich habe die ganze Zeit gequatscht und gequatscht. Und habe auf keinen... Auf den Chat habe ich nicht geachtet, ich habe auf gar nichts geachtet. Hauptsache angreifen und nicht sterben. Wobei ich sagen muss, dass man im PvE, also im Player versus Enemy, nee, nicht Enemy, ach keine Ahnung, gegen E halt, also gegen normale Mobs, dass man eigentlich so gut wie gar nicht stirbt als Kantor, weil ich kann das gleich zeigen und zwar... Habe ich den Skill hier, der könnt ihr euch ja schnell durchlesen. Er gibt mir jede 2 Sekunden lang ein paar Lebenspunkte. Dann kann ich mich hier einfach normal heilen. Dann habe ich hier so einen Skill, der mir richtig viel TP und schnell gibt. Also der regeneriert mich. Und dann, wenn ich jetzt nochmal ein bisschen mehr Leben verliere, kann ich euch auch zeigen, was... der Skill hier macht, wiederhergestellte Ausdauer 4. Höher habe ich noch nicht, da ich erst warte, bis ich Level 60 werde, dass ich mir dann die hochwertigen Stigmas hole, weil ich sonst keine AP mehr habe, wenn ich jetzt für Schritt jedes einzelne Ding wiederhole. So, hier gibt es auch das hier. Und wenn jemand weiß... welche Truhe da, wie man, ob es da Tipps gibt, dass man da immer die richtige bekommt, da kannst du mir mal gern schreiben, weil ich kriege immer nur eine Feuermedaille daraus. Ach. Und ich denke, man kann 10 rausholen. So. Der hier kann gar nichts, dieser... Guck doch mal, wie viel Damage ich dem mache mit ein paar Attacken. Der hier kann gar nichts. Dafür hält dann der, der jetzt kommt, ein bisschen mehr aus. Ich könnte auch mal mein Buff-Food anmachen. Welches besser? Ach, nehmen wir einfach mal das da. Das war, glaube ich, nur von der Zeit unterschiedlich. Egal, aber jetzt mach... Irgendwie mache ich dem keinen Crit-Schaden jetzt. Ja, da war doch ein schöner. Oh, da war noch ein schöner. Und noch einer. So, jetzt sind wir schon beim Final, in der finalen Arena Stadion der Illusion. Dort gibt es einen mega fetten Boss. Ich bin mal gespannt, wie er erscheint. Okay, ja, klar, ah, da ist er ja. Ich wollte gerade schon sagen. Für Effekt, jetzt wo ich es euch zeigen will, ist er wieder nicht dargestellt, aber nein, es gibt doch. Man muss sagen, also, er ist schon gut gemacht, so wie der vom Optischen her aussieht. Also, echt toll designt, muss man sagen. Ein Hoch an NCSoft, weil ich glaube, die Feuerproben wurden in 2.5 eingeführt, was damals noch in Ding vorkam, bei NCSoft und nicht mehr bei Gameforge. Jetzt kann ich euch mal zeigen, was mir das Skill jetzt bringt. Hier, der hier, der regeneriert mir sofort Leben. Und dann noch mit dem anderen Skill habe ich eigentlich die perfekte
Methode, weil ich jetzt sofort Leben hier regeneriere. Und wenn ich auch Hilfe brauche, kann ich einfach ein Schutzschild anmachen. Und hier noch parieren, Schutzschild. Alles Mögliche. Lol, was hab ich denn da gerade angegriffen? Boah, scheiße, jetzt wird's aber knapp mit dem Leben. Okay, jetzt muss ich kurz buffen. Jetzt aber der Falle. Das hier können wir noch nehmen. Mana nicht vergessen. Und da stirbt er. Tschüss. Noch zweimal und dann habe ich hier die eine Quest fertig. Mal gucken, wie viele Punkte habe ich erreicht. 441 Medaillen. Jaha. So, dann kann ich jetzt euch auch mal sofort zeigen, welche Rüstung ich mir holen will. Bloß glaube ich, dass es noch nicht die beste ist, die es gibt. Weil ich habe viele gesehen, die heißt dann Simas oder so. Und hier gibt es halt nur Gonons und Carbos. Aber die sehen schon genial aus. Können wir mal gucken. Das hier sieht doch schon ein bisschen edel aus. Ein bisschen komisch, aber edel, edel sieht's aus. Und hier, ich glaube, das hier sieht genauso aus, ja. Spitzenlast gehört. Ne, dann sind hier noch die Waffen. Was gibt's hier denn eigentlich? Okay. Feuerprobenquartiermeister. Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, war es das für diesen kleinen Ausflug in die schöne Alien-Welt namens Atreia. Atreia, keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Oh, hier ist ein Kantor, der hat eine geile Waffe. Nanyu-Stab. Dafür sind meine Schwingen geiler. Das sind auch die Sturmflügel, die... die sind von der... Da gab es ganz am Anfang, als das Level Cap auf 55 angehoben wurde, gab es da also diese Orkanschwinge, diese Instanz, Bishmundias Tempel und alles. Und da war noch der Bug, dass man gleich am Anfang die Sturmschwingen bekommt. Das sind die Flügel von diesem Drachen, den man am Schluss besiegt. Und das sollte man eigentlich nicht hier auf dem Server. Und die habe ich aber zum Glück noch bekommen. Und deswegen fragen mich immer alle, ob ich die gekauft habe in dem Ingame Store. Und habe ich gesagt, nö, ich habe die gedroppt. Sind die nicht schön? Dann hatte ich noch andere, aber die habe ich gerade nicht dabei. Aber die sind auch voll schön. Das sind so sozusagen Schmetterlingsflügel. Die sehen zwar ein bisschen schwul aus auf der Elios-Seite. Aber ich denke mal, ein bisschen feminine Art macht das Spiel auch aus, weil... Warte, ich kann euch ja mal zeigen, warum. Zum Beispiel... Das da? Ist es das hier? Ich mache mal Interface-Ausgleich. Hallo? Tanzt jetzt Bad Girl. Jetzt macht es nicht. Hallo! Ich glaube, jetzt zeigt der Server gerade wieder. Ja, genau. Die Musik wird auch immer gleich abgespielt. Das finde ich auch lustig. Ja. Dann gibt es hier noch Two Different Tears. Und es gibt noch Tell Me. Jetzt muss ich nur gucken. Tell Me. Ja. Okay. Oh, jetzt läuft die Musik noch weiter. Ja, egal. Das war's dann endgültig für diesen kleinen Ausflug in Atreia. Wie auch immer. Und wenn ich mein Haus habe und es vielleicht irgendwann mal fertig dekoriert habe, dann werde ich euch auch mein Haus zeigen. Mit Sicherheit. Bis dann, Leute. Tschüss.